Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anduril. Ja, wir sind endlich an der Stelle, wo wir, ja, jetzt wieder mit dem Jasper sprechen können. Das will ich ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile. Und habe das bisher nicht so recht hinbekommen, weil immer wieder etwas Neues zu tun ist. Und das klingt jetzt so, als fände ich das schlecht. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich super. Hier gibt es so viel zu erledigen. Wenn man nicht gerade im Gebüsch feststeckt und zu doof ist zum Springen, so wie ich. Jetzt müssen wir den Jasper aber auch finden. Ich habe keine Ahnung, wo der sein kann. Okay, der ist... Ah, Jebus Keller. Okay. Da gehen wir doch mal gleich rein und gucken. Okay, was macht der hier in seinem Keller? Feine Kleidung. Nehmen wir mit. Schuhe nehmen wir mit. Kettenstiefel. Oh, die sind bestimmt gut. Die nehmen wir mit. Gleißender Funke, das nehmen wir auch mit. Und ein Schädel, selbst den nehmen wir mit. Und das Bügeleisen lasse ich auch nicht hier. Durchsuchen Schrank? Achso, da unten. Da sind noch Schubladen, okay. Silberkerzenständer nehmen wir auch mit. Ja, ja, das ist ganz gut. Okay, was hat der denn hier für einen komischen Ein Straßendieb. Was? Was? Was war denn jetzt los? Was ist denn... Ach, das ist eine Falle. Wer redet da im Hintergrund, oder? Wir nehmen das einfach alles mit. Das ist irgendeine Falle. Okay, was hat er denn auch hier für einen Folterkeller unter seinem Haus? Irgendwer redet da doch. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Was? Der trällert hier unten sein Liedchen. Interagieren Seil. Ja, das ist doch eine Falle, oder? Ui. Hilfe. Der trällert hier unten sein Liedchen. Und ich denke schon an irgendeine Verschwörung hier, dass er jetzt irgendwie böse ist und mit jemand anderen über uns spricht. So nach dem Motto, ah, wenn der kommt, dann bringen wir ihn um. Bla bla. So in der Art. Eispranke. Super. Können wir mehr tragen. Klasse. Okay, und der Jasper, wenn der sich jetzt hier unten schon rumtreibt... Der hätte ja mal wirklich die ganzen Fallen deaktivieren können. Das ist ja... scheußlich hier unten. Da hat man ja Angst, einen Schritt zu tun. So, eine Tappwurzel. Nehmen wir mit, was auch immer das ist. Und hier ist eine Falle. Und ich fürchte, wir können uns nicht daran vorbeistehlen. Da müssen wir hopsen. Okay, das hat geklappt. Jetzt eine gute Pfeife. Ja, ja. Eine gute Pfeife irgendwie, also... Als wir ihn getroffen haben, erschien er mir ganz nett, aber wie er jetzt hier sitzt in diesem Keller, umgeben von den ganzen Fallen, habe ich ein bisschen Zweifel. Naja, wir sprechen mal mit ihm. Hallo, Jasper. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und, fündig geworden? Ja, schon. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und, fündig geworden? Sind wir. Okay, ich habe dem alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte, von Alfreds Gespräch erzählen. Das machen wir. Was haben wir denn noch für Optionen? Ja, ja, okay, wir machen erstmal das. So, so. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Bleibt noch die mysteriöse Hinterlassenschaft im Wasser. Ich sehe mich in der Zwischenzeit hier weiter um. Ja, auch das... haben wir schon gemacht? Ja, ich habe den Gegenstand im Wasser gefunden. Eine Schatulle. Jero hat darin Briefe versteckt. Eine Art Tagebuch. Interessant. Ich kannte die Umstände nicht, unter denen seine Gefährtin gestorben ist. Das nenne ich mal traurige Ironie des Schicksals. Ermordet von denen, denen man helfen mochte. Aber gut, jedes bisschen hilft uns weiter. Der Orden wird diese Briefe sehen wollen. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. Gute Arbeit. Okay, was ist mit euch? Habt ihr schon etwas gefunden? Ja, und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Kommt mit. Okay, wir nehmen aber noch das Buch hier mit. Was haben wir hier hinten? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist er hier rein? Nee. Was? Hä? Ach so. Ja, dann lauf mal los. Ich komm mit. Wenn du losläufst. Ah ja, okay. Meine Güte, was sind denn das hier für Katakomben unter seinem Haus?
Also nicht unter Jaspers Haus, der wohnt hier ja nicht. Obwohl er sich da jetzt echt gemütlich gemacht hat gerade. Aber von diesem Zauberer, das ist ja Wahnsinn hier unten. Das ist ja ein Verlies. Bitte sehr, ein sogenanntes Sternlingsschloss. Und ich verwette meinen Allerwertesten darauf, dass sich eine weitere Antwort hinter diesem Gitter befindet. Was ist ein Sternlingsschloss? Das habe ich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Solche Schlösser findet man normalerweise, wenn überhaupt, in Schatzkammern oder Burgen. Aber knacken kann man sie trotzdem. Nur, das wird sehr schwierig, wenn wir die richtigen Bolzen nicht haben. Okay, man braucht also Bolzen, um es zu öffnen. Normalerweise ja. Eigentlich ist es simpel. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen passenden Holzstift. Steckt man den dann hinein, rastet er ein und sind alle Schlösser eingerastet, öffnet sich die Tür. Hat man jedoch die passenden Bolzen nicht, sollte man sich auf den frustrierendsten Einbruch seines Lebens vorbereiten. Es sei denn, man kennt einen alten Trick. Und wie sieht dieser Trick aus? Man kann anstelle der Bolzen normale Holzstäbe in das Schloss einführen. Die zerbersten dann zwar nach ein paar Sekunden, aber wenn man es schafft, alle Stäbe in die Schlösser zu stecken, bevor sie brechen, kann man den Hebel umlegen und so den Mechanismus überlisten. Es kommt also nur auf die Geschwindigkeit an. Also, ich schlage vor, ihr lauft die Schlösser ab und ich stelle mich auf die Druckplatte. Seid ihr bereit? Moment, Moment, was genau soll ich tun? Das ging mir alles etwas zu schnell. Asche auf mein Haupt. Es ist ganz einfach. Ihr müsst möglichst schnell jeweils ein Hölzchen in jedes der 5 Schlüssellöcher einführen. Wenn ihr es rechtzeitig geschafft habt, stelle ich mich auf die Druckplatte und das Tor sollte sich öffnen. Wenn ihr zu langsam seid, dann brechen die Hölzer und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Ja gut, dann mal los. Wunderbar. Hier sind die Hölzer. Gut, macht euch bereit. Und los. Okay, ich... Ja, okay, das ist die Druckplatte, aber wo sind denn die Schlüssellöcher? Okay, da ist eins und da ist eins. Wir suchen die jetzt erstmal ab, sonst... Das wäre ja blöd sonst. Wenn man das möglichst schnell machen soll, ich finde das doch sonst nicht. So, den Teller nehmen wir auch noch mit. Magie-Schutztrank. Enzyklopädie Arcana, Magie, Teil 5. Ja. Okay. Ja. Wir nehmen das mal mit. Wir nehmen das mal mit. Würde ich das jetzt so spielen, würde ich mir das jetzt auch durchlesen. Aber in dem Fall lassen wir das lieber sein. So einen Dietrich haben wir nicht. Okay, was ist das? Ein Seelenstein. Ein Lederhelm. Eine Truhe. Ja, ein paar Groschen. Die sind immer willkommen. Das finde ich gut. Da ist ein Schlüsselloch. Da ist eins. Und da ist auch eins. Okay. Es wäre also wahrscheinlich am besten, zuerst dieses hier hinten zu nehmen, dann hier rüber zu rennen, die zwei zu aktivieren, da runter zu springen und dann die zwei zu machen. Wir probieren das. Wir probieren das einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es hinhaut. So. Na bitte! Puh, es hat geklappt. Wir sind ein gutes Duo, okay. Wirklich. Ich hätte mir das jetzt schlimmer vorgestellt. Lass uns doch mal sehen, was der alte Magister hier unten versteckt hat. Ja. Wahrscheinlich noch mehr fiese Fallen. Aber der Jasper läuft ja vor. Da können wir ganz beruhigt hinterher stiefeln. Ach du Schande! Oh Gott, was ist das denn? Feuerelementar. Was? Wie? Was? Woran sind wir denn jetzt bitte gestorben? Ach, der ist nochmal in Flammen aufgegangen, nachdem... Oh Gott, wann habe ich denn gespeichert? Ah, okay. Das wurde automatisch gespeichert. Ja, das ist gut. Das wäre jetzt echt frustrierend gewesen. Okay, ja, okay, wir müssen nochmal dahin laufen. Und den Spaß mit den Schlössern auch nochmal machen und ach, Mensch. Puh, da wollte ich ihm schnell zu Hilfe eilen, ehe er drauf geht. Und bin dann selbst draufgegangen. Naja. Okay, dann machen wir das halt einfach nochmal. Was haben wir hier? Feuersalze. Und er ist wieder fröhlich am Singen, ey. Ich glaub's ja nicht.
Ich finde das mit dem Singen eigentlich gut. Dass er das überhaupt macht, das bringt hier ein bisschen Stimmung rein und macht das Ganze realistischer, aber in der Situation ist es vielleicht nicht so das ganz Passendste. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Ja, ja. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. So, wir überspringen jetzt die Dialoge. Vielleicht noch die mysteriöse Hinterlassenschaft im Wasser. Ich sehe mich in der... Weil wir die ja schon kennen. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. So? Ja, und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Okay. Kommt mit. Ja, ich komme mit. Lauf vor. Puh, und diesmal speichern wir auf jeden Fall ab. Ich weiß gar nicht so genau, was da passiert ist. Ob das da jetzt noch irgendwie ein Feuerelementar war, der uns dann erwischt hat. Oder ob der einfach am Ende beim Sterben nochmal in Flammen aufgegangen ist, sodass wir gestorben sind. Das kann auch gut sein. Ich weiß es nicht. Bitte sehr, ein sogenanntes Sternling. So, das wissen wir jetzt schon. Solche normaler hat man jedoch die passenden Bolzen. Ja. Man, die zerbert. Also, ich schlage. Los. Wunderbar. Gut, mach. Bitte sehr, ein sogenanntes Sternlingsschloss. Ja, vielen Dank. So, das Buch nehmen wir wieder mit. Wer weiß, für was es noch gut sein kann. Und die Kisten, ja, es tut mir leid, die Kisten, da müssen wir auch nochmal reingucken. Das will ich ja jetzt nicht alles auf der Strecke lassen. Ich weiß, das haben wir gerade schon gemacht, aber das geht ja ganz schnell. So, wir müssen doch hier alles ausplündern. Oder machen wir das mal ganz flott hier. Wahrscheinlich klappt es jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so gut. So, da ist eins und da ist eins. Und die nächsten sind hier unten. Na bitte. So, geschafft. Wir sind ein gutes Duo, wirklich. Ja, ja. Dann lasst uns doch mal sehen, was der alte Magister hier unten versteckt hat. Ja, noch mehr Monster. Und deshalb speichern wir jetzt ab. Sonst können wir den Spaß gleich nochmal machen. Okay, vielleicht gehen wir jetzt mit Magie drauf. Okay, ja, Feuer mit Feuer bekämpfen ist wahrscheinlich nicht so effektiv, oder? Wir probieren das einfach mal aus. Okay, das macht keinen Schaden. Das macht ja auch nur Sinn. So, jetzt schnell weg, eh das jetzt hier... Aha, das ist vorhin also passiert. Ja gut, dass das passiert, konnte ich nicht ahnen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ein Flammenelementar und kein schwaches. Dieser Jero verstand sich auf Magie, das steht fest. Ja. Bleibt nur noch die Frage, was zum Henker das da ist. Hm, sieht mir nach einer Leiche aus, die Frage ist nur wessen. Ich tippe schwer auf seine Gefährtin, diese Sira. Aber interessant, dass sich Jero schon vor seinem Amoklauf strafbar gemacht hat. Er hat sich strafbar gemacht, wieso? Naja, Erdbestattungen gelten hier als heidnisch und sind seit gut 300 Jahren schon verboten. Wir Endralea verbrennen unsere Verstorbenen. Das Ganze nennt sich die letzte Reise. Man bringt die Toten zu einem für sie besonderen Ort unter freiem Himmel, damit ihre Seele von dort aus in die ewigen Pfade wandern kann. Klingt alles sehr poetisch, dient aber vermutlich in erster Linie der Seuchenvorsorge. Außerdem hat man wohl gemerkt, dass lebende Tote auf den Straßen keine Freude für Wanderer und fahrende Händler sind. Mhm. Und andere Formen der Bestattung sind widerrichtlich. Ja, sind sie. Aber natürlich nur für den kleinen Mann. Die Reichen und Mächtigen haben nach wie vor ihre Familiengrüfte. Und alte Krypten von der Zeit vor der letzten Reise gibt es auf Enderal ohnehin genug. Und das ist auch gut so. Was wäre das Schatzjägerleben ohne einen Adeligen, der ein altes Familienschmuckstück in einer jahrhundertealten Krypta vermutet? Ja, da hat er recht. Okay. Hm, was nun? Sehen wir uns mal um, ob wir was finden. Mhm. Was hat so ein Feuerelementar denn dabei? Feuersalze und Manasalz. Mhm, okay. Und hier liegt ein Buch. Jeros Gedenkbuch. Okay. Ja, wahrscheinlich wacht die nette Dame gleich wieder auf hier. Könnte ich mir vorstellen. Wir schauen mal rein. Geliebte Sira, dies ist mein letzter Brief an dich und ich schreibe ihn, um dich damit um Verzeihung zu bitten, dafür dich ermordet zu haben, denn das habe ich. Ich kann mir nur zu gut ausmalen, wie du reagieren würdest, wenn du noch bei mir wärst. Du würdest schmunzeln, den Kopf schütteln und mir sagen, dass ich wieder einen meiner Momente hätte. Einen dieser Momente, in denen ich dazu neige, alles zu extrem zu sehen. Aber diesmal lägst du falsch.
Natürlich, ich war es nicht, der damals dein Leben beendet hat, aber trotzdem trage ich die Verantwortung, denn ich habe es so weit kommen lassen. Warum? Weil ich Illusionen in dir geweckt habe. Ich war es, der dir damals die albernen Märchen von strahlenden Helden und Weltverbesserern erzählt hat. Ich war es, der dir erzählt hat, dass nur Feiglinge aufhören zu kämpfen, und ich war es, der dich letzten Endes mit meinen Visionen, diesen albernen Hirngespinsten, infiziert hat, ohne sie selbst als solche zu erkennen. Jetzt erkenne ich sie, aber damals habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht, nämlich den, anzunehmen, dass diese Welt gerettet werden will. Dabei ist es doch eigentlich so offensichtlich, oder? Sie will es nicht. Sie wollte es nie und sie hat es nie verdient. Ja, Sira, du magst nun sagen, ich sei zu dem geworden, was wir beide immer gefürchtet haben, aber sieh dich doch einmal um und schau dir doch diese verdammte Welt an, in der wir leben. Wir haben so vieles, aber sind nie zufrieden. Wir könnten an einem Miteinander arbeiten, aber wir stürzen uns in Kriege. Wir könnten lieben, aber entscheiden uns für den Hass, und das seit wir existieren. Und nein, Sira, es gibt keine Perspektive, egal wie sehr wir uns das einzureden versuchen. Und das aus meinem Mund, kannst du es glauben? Aber es ist wahr, und ich bin es leid, mich mit Lügen einzulullen. Die Menschheit ist am Ende. Ein kyranischer Philosoph schrieb einmal, dass wir alle irgendwann eine Wahl treffen. Die Wahl, aufrecht, aber unter Entbehrung zu leben. Oder verdorben, aber in Genuss. Die zweite Wahl bezeichnet der Philosoph als die Wahl der Leere, denn das ist, was sich hinter der augenscheinlichen Attraktivität dieser Entscheidung verbirgt. Und merkst du, worauf ich hinaus will, Sira? Sie alle, die uns umgeben, haben sich für die Leere entschieden. Alle, wir waren zusammen mit einigen wenigen anderen die einzigen, die von etwas Größerem träumten, die einzigen, die bereit waren, ein Opfer für unser aller Wohl zu bringen, und wären wir nicht alleine gewesen, stell dir vor, was wir hätten erreichen können. Aber wir waren es allein. Wir waren allein. Und jetzt spricht der Orden von einem Wahnsinn, der unseren Verstand befällt. Ein Wahnsinn? Es ist doch so einfach, siehst du es nicht auch? Die Menschen begreifen endlich, wofür sie sich entschieden haben. Sie begreifen, dass ihr Leben leer und sinnlos ist. Sie können die Augen nicht mehr vor der Wahrheit verschließen, nämlich, dass ihre Ignoranz, ihre Feigheit eine Welt geschaffen hat, in der es nichts mehr gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Nichts. Und nein, Sira, diese Worte fallen mir nicht leicht. Du weißt es von allen am besten. Ich wollte es doch so sehr glauben. Ich wollte so sehr glauben, dass es eine Perspektive gibt. Dass wir es nur lange genug probieren müssten. Aber das, was ich hier sehe, dein verwelkter Körper, hat mir endgültig gezeigt, dass unsere Träume von Anfang an zum Scheitern bestimmt waren. Wir hätten einfach fliehen sollen auf eine ferne Insel, um dort gemeinsam alt zu werden, aber das haben wir nicht getan, und jetzt bin ich hier und habe dein Blut an meinen Fingern, weil ich es war, der dich mit seinem Wahn verdorben hat. Und ich werde gehen, Syra, so wie du gegangen bist. Ich weiß nicht, ob nach dem Tod etwas kommt, und offen gestanden ist es mir auch egal. Aber bevor ich das tue, werde ich dieser Welt geben, was sie verdient. Erinnerst du dich? Sie hatte die Wahl zwischen Tugend und Leere, und sie haben sich für die Leere entschieden. Sie sollen sie haben. Okay, er ist was sehr verbittert gewesen. Lasst mich mal sehen. Ein tragisches Ende für eine tragische Persönlichkeit. Gut, ich denke, das sollte dem Orden genügen. Okay, was denkt ihr darüber? Was soll ich darüber denken? Jero war ein selbstgerechter Narr, wie es alle Weltverbesserer sind. Solange es gut läuft, feiern sie sich als große Heilsbringer. Sobald sie aber scheitern, ist die böse, böse Welt daran schuld und muss dafür zahlen. Wie sagt der weise Eremit so schön? Idealist ist man so lange, bis es beginnt, weh zu tun. Er wäre wirklich besser beraten gewesen, mit seiner Medam in Flussheim zu bleiben. Das ist doch Unfug. Würde jeder nur an sich selbst denken, würden wir immer noch in Höhlen leben und Bären sammeln. Die Welt braucht Idealisten. Ich fürchte fast, da habt ihr recht. Ja, in dem Fall hat er sogar recht, ne? Naja. Freut mich, dass ihr das so seht. Dann gehen wir nun nach Ark. Ja. Ich habe hier zwei Teleportrollen, die uns direkt nach Flussheim bringen. Nehmt eine davon und trefft mich in der Flussheimer Taverne, wenn ihr aufbrechen wollt. Ich habe dort noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ach, und ich denke, wir sollten uns fortan duzen. Also, auf bald. Jo. Okay. Okay, wir schauen uns doch hier nochmal einmal kurz Syras Schrein an. Ja, wahrscheinlich heißt sie eher Sira. Ich sag immer Syra, aber ach, ist ja auch egal. So, wir schauen doch mal, dass wir das hier mal ausrüsten, was er uns gegeben hat, wenn wir das denn finden können. Was haben wir denn hier? Seltsames Fieber. Achso, das ist unsere Krankheit, okay.
Ja, nee, hier ist es nicht. Das muss irgendwo... Ach, Quatsch. Irgendwo hier. Muss das eigentlich sein? Ich finde mich immer noch nicht so ganz zurecht hier in dem Inventar. Okay, da. Rolle der Wohltat. Teleport nach Flussheim. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ich habe jetzt auf Y gedrückt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Nein, natürlich nicht. Jetzt, wo wir einmal hier sind, habe ich zufällig noch Lernpunkte? Nee, habe ich nicht. Ja, dann gehen wir auch gleich wieder zurück. Okay, so, jetzt aber. So, wie wirke ich denn diesen Zauber jetzt? Ach so. Okay, alles klar. Ja? Und nun? Okay, das hat offenbar funktioniert. Okay, ich fürchte fast, jetzt folgt ein längerer Ladebildschirm bei dem langen Text da unten. Ich dachte, da brauche ich gar nicht anfangen vorzulesen, weil das hätten wir jetzt eh nicht geschafft bei der üblichen Länge des Ladebildschirms, aber es ging, es hielt sich in Grenzen. Okay, da sind wir und dann müssen wir doch jetzt gleich mal für den Fall der Fälle wieder unsere richtigen Waffen ausrüsten, denn die haben wir ja jetzt nicht mehr. So, ist das jetzt alles so, wie es war? Ja, das sieht richtig aus. Okay, dann gehen wir doch jetzt noch, bevor wir jetzt den Jasper hier treffen, gehen wir doch mal einmal. Ja, das ist diese. Gesucht in Flussheim? Nee, schlechte Schwingungen. Auch nicht. Wo ist es denn? Meldor Federwall überführen. Genau das wollte ich doch jetzt. Wo wir einmal hier sind, ist das doch ganz gut, das zu tun. Wenn wir hier den miesen Schurken überführen können. Der war mir von Anfang an komisch. Sind wir jetzt überhaupt hier? Ach! Flussheim? Und... Was? Wo sind wir denn jetzt? Meldor Federwall überführen, das müssen wir da unten tun? Nicht hier im Ort? Warum müssen wir denn da hin? Okay. Ich nehme das zurück, wir machen das nicht jetzt. Das machen wir ein anderes Mal. Wir treffen jetzt dann doch erstmal Jasper. Ich fürchte, da habe ich irgendwas falsch verstanden. Ach ja, hier in die Kneipe sollten wir ja, um ihn zu treffen. Gut, dann machen wir das auch. Können wir hier drüber? Ja. Alles klar. Hallo, Marek Sichelschlag. Hallo. Hallo. Okay, mehr hat er uns nicht zu sagen. Okay, zur betrunkenen Biene. Das ist ein schöner Name für eine Kneipe. Das gefällt mir. Okay, sitzt er da? Ah, hier steht er wieder auf der Bank. So wird hier gefeiert. Hallo, Jasper. Ah, den kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Nicht mit dem Fieber, aber danke gern. Danke. Man muss ihn auch alles. Ach, nehmen wir. Bitte. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Gib mir noch etwas Zeit. Ja, gehen wir. Je früher ich dieses Fieber los bin, desto besser. Was ist ein Myrade? Ja, das ist eine gute Frage. Ach, richtig. Du stammst ja aus Nerim. Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Endaral verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihrem Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Okay, das ist nicht so schlimm. Ihr seid auf Stufe 4 aufgestiegen. Ja. Ein Erinnerungspunkt. Okay, ich weiß noch nicht so genau, wie wir die Handwerkspunkte und die anderen Punkte ausgeben können. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wir nehmen nochmal Lebensenergie. Lebensenergie ist nie schlecht. Ja, das machen wir nochmal. Okay. Ja, gehen wir, je früher ich dieses Fieber los bin, desto besser. Ja, das stimmt und deshalb machen wir das auch. Wunderbar. Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch.
Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht meine ich. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Ja, das stimmt schon, ja. Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Ja. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Okay. Okay, in Anduril erhöhen sich eure kampfbezogenen Fertigkeiten nur durch den Einsatz von Lehrbüchern. Diese können gefunden oder bei Händlern erstanden werden und verbrauchen bei Benutzung je einen Lernpunkt. Okay, das ist gut zu wissen. Gerade im späteren Spielverlauf sind hohe Fertigkeitswerte ein Muss, deshalb legt euch stets einen Teil eurer Groschen für Lehrbücher zur Seite. Handwerksbücher funktionieren nach dem gleichen Prinzip, erhöhen jedoch eure nicht kampfbezogenen Fertigkeiten. Sie verbrauchen Handwerkspunkte statt Lernpunkte und sind erheblich günstiger. Okay, super, das ist gut zu wissen. Okay, was sind das für Bücher? Der Arasealer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Ja, vielen Dank. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ja. Von mir aus gerne. Okay, ihr werdet nun von einem Charakter begleitet. Solange ihr auf der vorgegebenen Strecke bleibt und Jasper euch folgen. Kommt ihr von der Strecke ab, müsst ihr nicht zu Jasper zurückgehen. Achtet einfach auf die entsprechende Einblendung, Jasper folgt euch wieder. Nach einigen Momenten wird er wieder bei euch sein, spätestens zu eurer Ankunft im fremden Viertel Arx. Na los, geht weiter! Okay. Alles klar. Ja, ich gehe weiter. Moment, ich bin irritiert, weil die Perspektive sich geändert hat. So, der Jasper folgt uns. Geht weiter. Wir schauen uns doch jetzt erstmal nochmal die Bücher an hier. Moment mal, das sind der Pfad. Buch 8, die Ankunft. Nee. Zauberbuch? Ja, das haben wir schon gelernt. Zauberbuch Panik. Kreaturen und Menschen bis Stufe 5 fliehen für 7 Sekunden. Okay, lernen wir. Zauberbuch Schwert beschwören. Er schafft ein magisches Schwert. Ja, ist auch gut. Okay, und das hier sind alles nicht die Lernbücher. Wie können wir denn auf die zugreifen? Ja, ich blicke da noch nicht so ganz durch. Das kommt alles aber noch, hoffe ich doch mal. Gibt es hier eigentlich irgendwas, was besser ist als das, was wir haben? Plus 4. Dann nehmen wir das. Okay, sonst plus 8. Achso, der Lederschild. Nee, das lassen wir lieber. Okay, und ja, das lassen wir auch. Gut, wie komme ich zu den Büchern? Ist das vielleicht hier? Erdung? Panik? Rage? Nee. Ja, ich fürchte fast. Das muss ich mir gleich nochmal anschauen im Handbuch, weil ich habe keine Ahnung, wie ich denn jetzt zu diesen Büchern komme, die wir haben. Keine Ahnung. Da gucken wir beim nächsten Mal nach. So. Okay, wir müssen jetzt nach Arc reisen und ich weiß nicht so genau, wo das überhaupt ist. Da müssen wir vielleicht mal auf der Karte nachschauen. Da. Marker platzieren. Ja, nee, brauchen wir nicht. Der ist ja schon platziert. Das ist ein ganzes Stück dahin. Aber der Jasper steht uns ja zur Seite. Und dann würde ich sagen, wir reisen noch ein kleines Stück zusammen hier. In die richtige Richtung hoffentlich. Und dann endet die Folge für heute hier. Ja, und ich glaube, dann gucke ich mal ganz, ganz dringend nach, weil das echt wichtig ist. Ist das da eine Wache oder ein Bandit? Das ist eine Wache, oder? Ja. Dann gucke ich mal nach, weil das wirklich wichtig ist, wie ich denn diese Bücher lesen kann. Also wo ich die finden kann hier in dem Menü. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt, wie man das am besten macht. Und es wäre jetzt echt dumm, das nicht zu wissen, weil damit können wir unsere Fähigkeiten richtig gut steigern, offenbar. So. Okay, ich glaube, wir sind ungefähr auf dem richtigen Weg. Ja, es ist wirklich ziemlich weit. Und diese Karte, meine Güte, die ist so richtig groß, ne? Was haben wir denn hier? Der Myradenturm Quellwacht. Okay. Ja, gut. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Ich höre irgendein Vieh. Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Jasper wird warten? Warum denn? Wir sind doch auf dem richtigen Weg. Jasper. Jasper wird auf euch warten. Okay, hier mag der also nicht hergehen. Jasper folgt euch wieder. Okay, dann bleiben wir offenbar besser auf der Straße.
Sonst mag er ja nicht mitkommen. Nee, nee, das machen wir nicht. Heilt sofort Lebensenergie, Heilwurz nehmen wir. Hm? Hm? Was hat er denn? Keine Ahnung, was sein Problem jetzt gerade war, aber, ja, ich muss sagen, ich würde ganz gern noch ein kleines Stück mit euch reisen weiter, aber eigentlich juckt's mir jetzt in den Fingern, rauszufinden, wie ich diese Fertigkeitenbücher lesen kann. Damit wir endlich mal ein bisschen besser im Kampf werden. Und ich glaube, deshalb lassen wir die Folge hier heute enden. Und beim nächsten Mal klappt das dann ganz bestimmt. Okay, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut morgen wieder rein und hoffe, es hat euch gefallen. So, die Brunnenratte. Und ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.